Nee, ich glaube, ich habe schon echt ziemlich gute Gene. Super Augen, super Gehör. Markus, ich bin hier. Super Gedächtnis, super Augen. Wird unser Leben von den Genen bestimmt? Circa 20.000 bis 25.000 Gene befinden sich im menschlichen Genom, unserem molekularen Bauplan. 99,9% des Genoms sind bei jedem Menschen identisch. Liegt in den restlichen 0,1% womöglich der Schlüssel für ein erfolgreiches und gesundes Leben? Wir haben uns mit Markus Nöten, dem Direktor des Instituts für Humangenetik an der Uniklinik Bonn, getroffen und ihn gefragt, welchen Einfluss die Gene auf unser Leben haben. Gene bestimmen natürlich auch unser Leben. Zum Beispiel, sie bestimmen, ob wir Krankheiten bekommen oder nicht bekommen. Da haben sie aber einen unterschiedlich starken Einfluss. Es gibt seltene Erbkrankheiten, da ist der Einfluss der Gene ganz groß. Und bei den häufigen Volkskrankheiten sind die Einflüsse der Gene wieder etwas geringer. Und dann müssen Umgebungsfaktoren dazu kommen, dass es wirklich zur Erkrankung kommt. Und wenn wir dann an andere Eigenschaften denken, die die Menschen häufig interessieren, wie beruflicher Erfolg oder solche Dinge, das sind natürlich Eigenschaften, die nur noch gering durch Gene bestimmt sind. Da hat man schon viele Möglichkeiten, Einfluss zu nehmen und mit seiner genetischen Konstitution dann ganz unterschiedliche Lebenswege zu nehmen. Wer sich Erfolg im Beruf oder lebenslange Gesundheit wünscht, sollte sich also nicht nur auf seine Gene verlassen. Das gilt vor allem dann, wenn einem die Eltern ein erhöhtes Risiko für Krankheiten wie Alzheimer und Depression oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen vererbt haben. Ja, die genetische Information ist ja nur im Ausnahmefall wirklich schicksalhaft. Das heißt, dass ich dann mit einer ganz hohen Wahrscheinlichkeit eine bestimmte Krankheit entwickle. In der Regel ist es ein etwas erhöhtes Risiko, dadurch, dass ich zum Beispiel bestimmte Risikovarianten im Genom trage, die das Risiko dann zum Beispiel für den Herzinfarkt erhöhen. Da ist es interessant, dass letztendlich immer die Umgebung oder das eigene Verhalten eine große Rolle spielt, ob diese genetische Disposition zum Tragen kommt. Wenn ich Kenntnis natürlich über eine erhöhte Disposition für einen Herzinfarkt zum Beispiel habe, dann sollte ich mein Verhalten entsprechend umstellen und zum Beispiel mehr Bewegung treiben, eine gesunde Ernährung pflegen. Dann verringert sich mein Risiko ja wieder. Das heißt, das eigene Verhalten hat Einfluss darauf. Die Genetik gibt sozusagen ein Grundrisiko vor. Bei all dem, was uns mit den Genen in die Wiege gelegt wurde, haben wir es also doch meist selbst in der Hand, was wir aus unserem Leben machen. Verdammt, eine Ausrede weniger. Das war Frag die Bonner Forscher. Wenn auch ihr eine Frage habt, die ihr unseren Expertinnen und Experten stellen möchtet, dann schreibt sie unten in die Kommentare. Und nicht vergessen, Unibonn TV auf YouTube zu abonnieren. Dann bekommt ihr sofort eine Info, wenn die neue Folge online ist. Bis dahin, neugierig bleiben.